stören wir uns mal nicht dran. Siehst du auch, was ich sehe, Emmy? Oder habe ich Halluzination? Oder sowas. Der Bambus da drüben sieht aus, als ob er blinken würde. Vielleicht finden wir etwas Interessantes darin, wenn wir ihn fällen. Jo, vielleicht, ne? Aber was ich Interessantes finden würde, wäre mal... Haben wir inzwischen genug Glück für den zweiten Magen? Nein, haben wir noch nicht. Wir sind kurz davor. Ach komm, man kann doch mehrere auf einmal fällen. Wusste ich's auch. Nein, nein. Du sollst das Bambus fällen. Ja, du sollst den Bambus fällen, der aufleuchtet. Ja, hab ich auch gemacht. Das ist auch so offensichtlich. Habe ich doch eben auch, ich habe alle gefällt. Auch die, die aufleuchten, logischerweise. Schon wieder verkehrt. Du musst sorgfältiger zielen. Fülle den Bambus, der aufleuchtet, mit einem... Ja, mit einem Strich halt. Was ist denn... Ich meine, senkrecht oder was? Jetzt beginnt schon wieder mein Glück, was Minispiele betrifft. Was habe ich jetzt anders gemacht als sonst? Keine Ahnung. Geschafft. Was macht denn ein Hund da drin? Hatten wir es nicht schon mal, dass er sich ein Hühnchen versteckt? Switcher, der Take. Take ist wieder da. Take? Was ist los, Junge? Warum knurrst du? Switcher, warte mal. War es dieser weiße Wolf, der dich verschwinden ließ? Oh Mann. Hey, warte. Ich glaube, dieser Flohsack versucht uns etwas zu sagen. Hm? Weißer Wolf. Mit welchem Recht trägst du den Hundesucher? Kämpf mit mir und beweise, dass du würdig bist, ihn zu tragen. Da haben wir wieder einen weiteren Hundekrieger. Hast du das gehört, Emmy? Er muss einer der Hundekrieger sein. Der Hundesucher hat ihn sehr wütend gemacht. Was wirst du machen, Emmy? Ja, ich würde sagen, wir kämpfen mal. Natürlich, ne? Okay, sicher, dass du bereit bist? Gib jetzt alles. Ich habe auch nicht vor, weniger zu geben. Ich hätte vielleicht doch vorher speichern sollen, weil das letzte Mal speichern ist schon ein bisschen zurück. Ja, ich sollte nochmal am Ausweichen üben, dass ich... Auch wenn ich in die richtige Richtung ausweiche. Aber erstmal zurück zu unserer bevorzugten Kampftechnik. Dem Bombenspam. Herr Buddelsch. Und er springt in die Bombe rein. Und er macht Schaden. Alles sind treffende Ausdrücke. So, ich lege ihm erstmal eine Bombe in den Weg, wenn er mich schon angreifen möchte. Oder ich verhau die Bombe, weil ich so toll im Pinsel malen bin. Ach komm schon, Bomben. Ich bin natürlich wieder miserabel im Bombenzeichnen, an sich im Zeichnen von allem. Und ich treffe ihn natürlich auch nicht. So. Aber an sich, wenn man sich aufs Ausweichen konzentrieren würde, im Gegensatz zu mir, dann wäre es, glaube ich, auch gar nicht so schwer. Der hat einen relativ offensichtlichen, ja, Angriff. Und ich springe natürlich viel zu früh ab und nutze lieber mal ein paar Knochen. Wofür haben wir sie denn? Ich meine, ich bunker die ja sowieso die ganze Zeit. Ich bin jetzt so an Doppelsprung gewöhnt, aber ich habe gar keinen Doppelsprung. Das liegt daran, dass ich in letzter Zeit öfter mal Sonic Colors gespielt hatte. Und ja, da ist man so ein bisschen an einen Doppelsprung gewöhnt. Auch wenn es eigentlich ein anderes Spiel ist, aber egal. Ja. Und mit Doppelsprung würde ich natürlich auch sinnvoll ausweichen können, wenn ich so früh schon springe.
Aber ich würde sagen, wir sollten unsere Bomben nicht komplett vernachlässigen. Ich würde sagen, das war ein astreiner Treffer. Ich weiß nicht, warum ich die B-Taste gerade losgelassen habe. Es ist ungünstig gewesen. Es ist schon fast schade, dass man nur eine Bombe zur Zeit auf dem Feld haben kann und nicht so unendlich viele. Wahrscheinlich ist es nur für mich schade, weil ich der Einzige bin, der so viele Bomben im Kampf nutzt, aber egal. Ich mag Bomben. Die funktionieren bei mir wenigstens besser als der Kraftstreich. Der Kraftstreich ist ja viel zu kompliziert vom Aufbau und so. Wobei, der funktioniert doch, aber der macht kaum Schaden. Also jetzt zurück zu den Bomben. Aber den Bomben weicht natürlich auch immer relativ gut aus. Ich glaube, ich sollte mit den Bomben lieber warten auf den Zeitpunkt, wo ich ihn auch garantiert treffe. Wie zum Beispiel, wenn er wieder auf mich zustürmen möchte, wie jetzt. Und dennoch treffe ich natürlich nicht, weil ich vergessen habe, dass sie nicht sofort explodiert, wenn ich so blöd ziele. Ganz zur Sicherheit einfach nochmal einen Knochen rein. Er ist hier anscheinend ein bisschen verwirrt. Da können wir die Zeit doch ganz gut nutzen. Und da waren wir gerade noch glücklicherweise geschützt. So, diese Zeit nutze ich natürlich wieder für die nächste Bombe. Aber jetzt kein Trefferwert. Ich verstehe diesen Angriff inzwischen auch. Er versucht aber mehrmals auf uns eins zu schlagen, sag ich schon fast. Aber im Grunde ist es ja nichts anderes. Er versucht natürlich auch geschickt die Bombe zu treffen. Diesmal hat er es auch geschafft und ich glaube, der Angriff, wo er mehrmals hintereinander angreift, kann ganz schön gefährlich sein, wenn er damit erstmal trifft. Okay, da habe ich den Angriff nicht rechtzeitig bemerkt, muss ich jetzt zugeben, das war schlecht von mir. Wie das ziemlich alles in diesem Let's Play, aber egal. So, aber ein bisschen ausweichen kann ich dann doch. Das war ja sogar fast schon gut. Ich mag übrigens auch die Kampffläche vom Boden, musste so. Ja, den Dämonenzahn. Das ist jetzt reines nebenbei abkassieren. Muss man auch mal machen. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich damit gewinne, den Kampf mit dem Dämonenzahn einkassieren. Wurde aber doch leider nichts draus. Ja, den Bonus von 0 Yen habe ich auch wirklich verdient. Hör auf damit. Lass ihn in Ruhe. Ich werde nicht zulassen, dass du Tag so fertig machst. Hör auf, oder ich werde dir eins verpassen. Warte einen Moment, Vögelchen. Wir machen hier niemanden fertig. Stimmt doch, du Flohsack. Komm schon, sag was. Ich weiß, dass Fuse Hiebe mich gerufen hat. Es ist meine Pflicht, Rothelm, den Schänder des Windschreins, zu besiegen. Aber ich kann nicht zurückkommen. Dieser Ort hier ist in großer Gefahr. Die Monster werden die Sasa-Zuflucht überrennen, wenn ich nicht da bin. Und der Spatzenstamm, sie würden alle... Ach, was soll ich tun? Eine Pflichtkugel erhalten. Was ist das denn mal wieder? Was ist das? Die Kugel der Macht hat dich erwählt. Mein Zwiespalt ist endlich gelöst. Ich werde ja für den Spatzenstamm gegen die Monster kämpfen. Sogar wenn wir getrennt sind, schlagen die Herzen der Hundekrieger noch wie ein Herz. Hä? Hey! Warte mal eine Sekunde. Die Kugel der Macht ist, hat dich erwählt. Jetzt bin ich von meiner Pflicht befreit. Ich kann meinem Herzen folgen. Ah. Hä? Okay. Wie auch immer. Ich schätze, es wird irgendwie
schon seinen Sinn machen. Jo, irgendwie bestimmt. Füttern wir erstmal noch ein bisschen Tiere. Haupttierfütterung. Zwar nicht im Zoo, aber immerhin. So, und nachdem wir jetzt die Mägen der Tiger gefüllt haben. Ernsthaft haben wir exakt 299. Ich muss es mal eben größer sehen, um mich aufzuregen. Das kann doch nicht angehen. 299 Glück. Ich wollte gerade sagen, jetzt wo wir die Mägen Raubtiere gefüllt haben, können wir unsere eigenen mal ein bisschen vergrößern, aber so wäre daraus natürlich nichts, aber hier haben wir noch was. Und zwar haben wir hier, ich habe gerade eigentlich nicht drauf geachtet, aber es sind Kaninchen. Und das sollte mehr als ein Glück bringen. Tja, ein Glück, dass wir sie gefunden haben, ne? Marke Nummer 2, einfach so zu sichern. Ich habe den ersten zwar noch nie gebraucht, aber ich sehe ständig, dass wir unseren Magen füllen. Eigentlich, also wir fressen die ganze Zeit, ohne dass es Sinn ergibt, weil unser Magen voll ist. So, haben wir hier noch irgendwas? Oder war es das schon? Ja, anscheinend war es das. Hier ist wohl jemand noch ein bisschen sauer. Ich werde nicht zulassen, dass du Tage so fertig machst. Hör auf, oder ich werde dir eine verpassen. Okay, okay, der Kampf ist zu Ende. Tja. Für ihn wohl noch nichts. Auf jeden Fall könnten wir jetzt wieder ein bisschen was essen. Und es würde auch unseren Magen auffüllen. Das ist doch auch schon was. Ich meine, es ist besser als sinnlos, alles in sich hineinzustopfen. Jetzt stopfen wir alles sinnvoll in uns hinein. Und hier haben wir auch schon das erste bisschen im Endeffekt. Wenn die Kamera gerade ein bisschen besser wäre. Ich kann sie ja selber drehen, aber ja, es war ein bisschen ungünstig. Ah, was für eine großartige heiße Quelle. Wölflein, ich habe einen Krawall aus der Ferne gehört, aber wieso wächst du nicht? Wieso wäschst du dich den Dreck in der heißen Quelle von dir ab? Heiße Quelle? Ich denke, wir passen. Ist es nicht an der Zeit für dich, Bambus holen zu gehen? Oh, du hast recht. Das Fest ist ja schon bald. Es findet in der Vollmondnacht statt. Die Vollmondnacht? Ja, das Dorf Kamiki veranstaltet das Kamiki-Festival. In der Vollmondnacht zu dieser Jahreszeit hast du von der Legende gehört, wie die großen Helden Nagi und Shiranui die schreckliche Bestie mit Hilfe der Götter besiegt haben. Darum soll das Dorf, den Göttern und dem heiligen Baum Respekt. Dieses Jahr ist das 100. Jubiläum des Sieges über die Bestie. Ich mache mal lieber meine Bambusware fertig, die ich auf dem Fest verkaufen möchte. Jetzt lese ich ein Festival, was ich ist. Bratwurst. Echt? Gab's da auch schon Bratwurst? Im Ernst. Ich liebe Feste einfach. Wir müssen an diesem Tag unbedingt ins Dorf Kamiki gehen. Ach, und übrigens, Wölflein. Ich würde dir gerne etwas geben, zum Dank für deine Hilfe beim Heiße Quelle Grabspiel. Es ist nicht besonders, aber vielleicht wird es dir nützlich sein. Hier für dich. Meerjungfrau-Münze. Danke, Großväterchen. Wow, das ist aber eine schmutzige Münze. Es gibt überall in Nippon kleine Quellen, die als Meerjungfrauenquellen bekannt sind. Man sagt, dass man zwischen ihren reisen kann, indem man diese Münzen hineinwirft. Wenn das stimmt, dann kannst du durch ganz Nippon in kürzester Zeit reisen. Wirklich, das sind ja abgefahrene Münzen. Sie müssten sehr wertvoll sein. Nein, nicht wirklich. Man kann sie sogar in Geschäften jener Umgebung kaufen. Ich hatte sie auch nur behalten, weil ich sie hübsch fand. Ich besitze leider nicht viel, tut mir leid. Es ist fast schon Zeit
für das Fest. Der Vollmond wird bald aufgehen. Es ist jetzt ganze 100 Jahre her, seit die Bestie besiegt wurde. Aber ich denke immer an Kaguya, wenn ich über den Vollmond spreche. Ach, wie sie es geliebt hat, den Mond zu betrachten. Ich schweige schon wieder in Erinnerungen. Ich werde auch noch im Armhaus enden, wenn ich nicht bald meine Bambusware fertig mache. Ja, und ich würde sagen, es wird mal wieder höchste Zeit zum Speichern. Und ein Glück wissen wir ja, wo es hier in der Nachbarschaft geht. Richtig, indem man einfach gegen diesen Mast rennt. Da kann man natürlich immer schön speichern, wenn man gegen Masten rennt. So, der Speicherort war hier vor. Natürlich soll ich nicht die Tür. Ach, ich renne hier gegen alles. Was ist heute los mit mir? Ja. So, wir speichern einmal. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Okami. Bis dahin sage ich Tschüss.